Zoome mit der Kamera heran und heraus, um zwischen der Schulterperspektive zur Erkundung und der taktischen Ansicht aus der Vogelperspektive zu wechseln. Halte in beiden Ansichten die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen. Auf einer Klippe über den dunklen Wassern des Kaelenhardsees erhebt sich eine Turmfeste, die Heimat des Zirkels der Magi. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus. Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Na super. Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung kleiner Junge bevor. Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur Was? Mit eurem Willen. Was geschieht, wenn ich den Dämonen nicht besiegen kann? Er wird euch in eine Abscheulichkeit verwandeln und die Templer müssen euch erschlagen. Das Super. Ist Lyrium, die Essenz der Magie und euer Portal ins Nichts. Die Läuterung ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Hä? Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das Nichts eine Traumwelt ist. Hat er so zugekniffene Augen? Die Geister herrschen dort, aber euer eigener Wille ist real. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Warum hat er so zugekniffene Augen? Ich bin bereit. Was geschieht hier? Neue Kodexierung, neue Quest, die Läuterung. Oh. Hatte ich wirklich so zugekniffene Augen? Ich will mich mal von nahen ansehen. Hallo? Tatsächlich, die Augen sind so zugekniffen. Ich speichere erstmal. Ich will erstmal gucken, ob die Sounds in Ordnung geworden sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle. Moment, wo speichere ich? Hier. So. Speichern. Also, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich musste dann doch nochmal in die Charaktererstellung, weil das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Ich habe versucht, ihn jetzt nochmal so hinzurichten. Der sieht doch wirklich fast genauso aus. Ich habe die Augen noch ein bisschen anders gemacht. Das fand ich eben doch ein bisschen blöd. Und die Stimme haben wir vorhin vergessen. Ich habe meine Konzentration verloren. Ja, ich auch. Und? Alles in Ordnung? Ja, aber sicher. Grüße. 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 Ich bin definitiv entzückt. Ich glaube nicht. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Hallo. Oh, meine Waffe ist wirkungslos. Welche denn? Du hast gar keine. Grüße. Ich kriege den Zauber nicht hin. Nicht der Hauch einer Verletzung. Dürfte ich mal vorbei? Dürfte ich mal vorbei? Ich glaube nicht. Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Meine Waffe funktioniert nicht. Geh zur Seite. Grüße. Ich habe meine Konzentration. Irgendetwas sollte ich ändern.
Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Meine Waffe funktioniert nicht. Geh zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann... keine Ahnung, erfahren. Ich habe mich wieder Fages genannt. Wir gehen natürlich weiter. Ich werde das einmal für euch überspringen, dass wir jetzt genau wieder an der Stelle weitermachen, wo wir eben aufgehört haben. Bis gleich. So, jetzt sind wir wirklich da. Willkommen noch einmal zurück. So, jetzt kann ich mir nochmal angucken. Ja, jetzt sind zumindest die Augen ein bisschen offener. Ich fand das eben doch ein bisschen zu stoned. So, wo befinden wir denn uns jetzt gerade? In dem Nichts, wie wir auf der Karte sehen. Kann ich die irgendwie öffnen? Okay. Ich habe übrigens auch ein paar Grafikmods installiert. Ich habe die Textur ein bisschen schöner machen lassen. Je nachdem, wie es halt geht. Das Spiel ist immerhin schon ein paar Jährchen alt. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist. Hier haben wir das Inventar. Also für mich ist das meiste genauso neu wie für euch sicherlich nicht. Ich habe das bestimmt schon mal durchgespielt. Ich habe Dragon Age Origins nur kurz mal gespielt. Also ich war schon in der ersten Stadt, aber das war es dann auch. Weil ich wirklich auch mit euch hier durchlaufen wollte. Ich werde mich hier ganz schön noch einfuchsen müssen, was ich hier mache. Was haben wir? Ups, Fähigkeiten... Genau, da habe ich schon zwei, drei Sachen eingebaut. Ach, 21. Habe ich nicht 20 genommen? Eigentlich habe ich 20. Ja, ist okay. Der Verfolgeraufstieg haben wir noch nicht. Statistiken. Dann haben wir unsere Fähigkeiten. Haben wir schon ein bisschen was aufgebaut. Die Quests. Überlebe die Läuterung. Gut, dann wollen wir mal... Oh, was ist das? Beunruhigende Statue. Jetzt sag nicht, dass ich... Oh, oh. Eine Erörterung der Kreaturen ist nichts. Ja. Hä? Okay. Was? Befindest dich in einer Kampfsituation? Es ist überaus wichtig, den Überblick über das Schlachtfeld zu behalten. Zoome im Kampf heraus, um deine Lage besser einzuschätzen. Zu können, mit der Leertaste kannst du auch pausieren, um deine Taktik festzulegen. Gegen wen kämpfe ich denn jetzt? Ach, da hinten. Können wir da sowas machen? Hallo? Ja, mach das doch nochmal. Zwei. Ah, okay. Ich muss erstmal klarkommen. 1, 2, 3. Kann ich hier was looten? Nö. Findest dich in einer Kampfsituation. Ja, ich, Wow. Was? Wo? Da. 1. Und 2, gleich hinterher. Zack. Ich muss wirklich erstmal herausfinden, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ich, tja. Zuletzt Elder Scrolls gespielt, da war das ein bisschen anders. Da kam ich aber auch schon mit ihr nicht denn zu Rande. Hallo? Okay, ich verliere ja Magie beständig. Muss natürlich aufpassen, dass meine Magie immer. Kann ich das wegmachen? Ja. Ja. Ja, ist gut. Noch jemand, der den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde. So naiv und unvorbereitet wie immer. Es ist nicht richtig, dass sie das tun, diese Templer. Weder euch, noch mir, noch sonst jemandem gegenüber. Ist das hier das Nichts? Ihr redet Unsinn. Ist das hier das Nichts? Es ist immer dasselbe. Aber es ist nicht eure Schuld. Ihr sitzt im selben Boot wie ich damals, nicht wahr? In der Tat. Erlaubt mir euch im Nichts willkommen zu heißen. Genau so aus wie ich. Nennt mich einfach... Nun ja... Maus. Maus. Habt ihr euch der Läuterin unterzogen? Alles, was vorher war, ist verschwommen. Sie wecken einen mitten fast genau aus wie ich. Und schleppen einen in die Kammer der Läuterung. Und dann... Wisst ihr, die Templer töten einen, wenn man zu lang braucht. Sie gehen davon aus, dass man versagt hat und wollen verhindern, dass etwas nach draußen kommt. Das ist zu verschwommen. Ich schätze, genau das haben sie mit mir gemacht. Ich habe keinen Körper mehr, den ich zurückfordern könnte. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es euch ebenso ergeht. Wie viel Zeit bleibt mir denn? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin weggerannt und habe mich versteckt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Tja. Na, es tut mir leid, was mit euch geschehen ist. Verschwendet keine Zeit mit derartigem Gerede. Ihr wollt doch nicht so enden.
Hier ist etwas eingesperrt, das auf einen Schüler wie euch wartet. Ihr müsst euch diesem Wesen, diesem Dämon stellen und ihm widerstehen. Ihm widerstehen? Das ist euer Weg hier raus. Oder der eures Gegners, wenn die Templer euch nicht töten würden. Für euch ist es eine Prüfung. Für die Wesen des Nichts eine Verlockung. Warum muss ich denn gegen so eine Kreatur überhaupt antreten? Diese Frage solltet ihr denen im Turm stellen. Vielleicht habt ihr ja das Glück, sie fragen zu können. Und vielleicht kann ich es eines Tages ebenfalls tun. Hier sind noch andere Geister. Sie können euch noch mehr erzählen und vielleicht auch helfen. Wenn ihr in der Lage seid, alles zu glauben, was ihr seht. Okay. Wenn es euch recht ist, folge ich euch. Ich hatte meine Chance vor langer Zeit, aber ihr könntet einen Ausweg finden. Dann sind wir schon zwei Magier. Na gut. Neuer Screenshot. Nicht weit entfernt ist ein gefährlicher Geist. Ihr solltet euch ihm erst nähern, wenn ihr bereit für einen Kampf seid. Es ist gefährlich, einfach so im Freien zu sein. Allerdings bringt es im Nichts auch nicht viel, sich zu verstecken. Ja, das ist wohl wahr. Was wisst ihr über das Nichts? Es ist das Reich der Träume. Das wisst ihr doch, oder? Mhm. Jeder jetzt kommt ja hierher, um zu träumen. Aber es ist flüchtig und die Leute erinnern sich nur an wenig. Magier allerdings können es wach betreten. Und das erregt Aufmerksamkeit. Im Nichts gibt es viele Geister. Diese Dämonen nähren sich an den dunklen Teilen des Geistes. Die Tempel am Turm wären ganz sicher ein Festmahl für sie. Hm. Wie komme ich hier raus? Normalerweise gibt es Tore, die nach draußen führen, Portale. Aber ich denke, die Magier haben sie versiegelt. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Vermutlich, bis ihr eure Läuterung abgeschlossen habt. Na gut, dann lasst uns mal weitergehen. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Ich werde auch mit der Pausefunktion ein bisschen hantieren müssen, wenn es soweit ist. Da ich ziemlich ungeübt bin, möchte ich meinen. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Leeriumader. Das Wesen kann überall sein. Helfer sind Markierungen auf deiner aktuellen Umgebungskarte, die angeben. Hä? Was? Wie? Was habe ich denn hier bekommen? Leeriumader. Okay. Na, ich. Da ist wieder so ein Ding. Komm, greif an. Toll. Nicht mit den Händen, du sollst so angreifen. Noch ein. Hallo? Au. Wieso läufst du als Maus mit? Na, ich frag besser nicht. Oh, ich regeneriere. Das ist gut. Was ist das? Vase der Heilung? Wird erledigt. Glänzenlichtkugel? Was? Es ist schwer zu sagen, was dieses funkelnde, glänzende Objekt überhaupt ist, aber du fühlst dich schon besser, wenn du es nur in der Hand hältst. Oh, das nehmen wir mal mit. Unheimliches Bauwerk. Gut, fangen wir an. Die schwarze Stadt einer... Halt! So, warte mal, da müssen wir erstmal den draufsetzen. Ach so, okay. Verstanden. Verstehe, wenn ich den Zauber drin lasse, dann macht er auch den Versuch, doch den nächsten Schlag damit zu machen. Ich wollte mir erstmal gucken, was das Ding ist. Ist das was zum Benutzen? Ah, okay. Ich dachte, das muss ich mir irgendwo auf die Finger legen oder so. Was ist das? Spirit of Valor? In dieser Richtung ist ein weiterer. Haben Sie also wieder einen Sterblichen ins Feuer geworfen? Yep. Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ich wollte doch gleich die Aufnahme beenden. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet einem Dämon zu stellen. Nein, gegeneinander, wir sind doch keine Krieger. Wisst ihr, warum ich hier bin? Ihr seid nicht der Erste, der sich so einer Prüfung unterzieht. Ihr werdet wohl auch nicht der Letzte bleiben. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Ja, danke, Valor. Was seid ihr denn für ein Geist? Ich bin Heldenmut, ein Kriegergeist. Ich verbessere meine Waffen auf der Suche nach der perfekten Ausdrucksform. Ja, die hängen hier neben dir. Ich brauche eure Hilfe. Wir fragen erstmal nach den Waffen. Sie gewinnen durch meinen Willen Gestalt.
Ich weiß, dass in eurer Welt nur Magier Dinge durch Willenskraft erschaffen können. Das Leben der Sterblichen, die das nicht können, muss hohl und leer sein. Würde eine dieser Waffen auch bei den Dämonen Schaden anrichten? Ganz ohne Zweifel. Dann brauche ich eure Hilfe. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Interessant. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Dann kommt mit mir. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell... Nein. Ihr sollt mit mir kommen. Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das stimmt, ich wäre kein Gegner für euch. Ihr wollt mich wohl lieber selbst töten. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt. Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Übrigens, ich bin ein Krieger. Ja, das hatten wir schon. Übrigens, jede Wahl, die man trifft, hat immer Folgeauswirkungen. helft mir beim Kampf gegen den Dämon. Ihr seid unverschämt, aber ohne Frage sehr willensstark. Danke. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr stark genug seid, dem Dämon zu widerstehen. Der Stab ist euer. Welcher Stab? Geht und beweist euch wie vorgeschrieben. Ich denke, er kann nur Schwerter machen. Ihr werdet bestimmt erfolgreich sein. Okay. Erhaltene Gegenstände. Wo denn? Da? Ah, Heldenmutstab. Toll. Mit Schaden, den ziehen wir erstmal an. Können wir damit jetzt angreifen? Hier liegen lauter Schwerter. Ich dachte nämlich, er macht nur Schwerter, als er von Waffe sprach. Ein Stab ist ja mehr... Ja, ist ein Stab eine Waffe? Ja. Ich habe jetzt ein Axtschwert. Streitkolben wird gespeichert. Okay. Was passiert jetzt? Ich dachte, er kommt mit mir. Wow. Stark. Gut. Wow. Du hast mich erschrocken. Okidoki. Vorsichtig. Hier ist ein weiterer Geist. Ach, Maus, du bist ja noch da. Nicht derjenige, der euch jagt, aber dennoch. Dämonerträgheit. Okay, das ist also ein Dämon. Ihr seid also der Sterbliche, der gejagt wird. Wer bist du? Und der Kleine da? Ist das ein Appetit haben für mich? Nein! Heute gibt es keine Häppchen! Das sieht wirklich genauso aus wie ich. Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Das sieht aus wie ein Bär. Was wisst ihr über diesen Dämon? Ich weiß, dass ihr versagen werdet. Und dann wird er euch fressen. Das wollen wir erstmal sehen. Hinfort! Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen, Sterblicher. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Jetzt schon? Warum nennt man euch Trägheit? Was seid ihr? Ich bin ein Geist der Trägheit. Ein Wesen des Nichts. Nicht so wie ihr. Da wird ja mal leiser. Sterbliche sind hier lediglich Besucher. Dennoch erfüllt ihr euren Zweck. Wirklich lästig sind nur so Sterbliche wie ihr. Sterbliche wie ich? Euch ist alles bewusst.
Ihr habt Macht und Willenskraft. Richtig. Manche Geister sind auf sowas ganz versessen. Ich würde so etwas auch mal gerne essen. Die Welt der Sterblichen durch eure Augen sehen. In eurer Form leben. Das wäre sicher interessant. Aber der Weg dahin ist mir viel zu mühsam. Ihr seid also ein Dämon. So nennt ihr Sterblichen das wohl. Aber nicht alle Dämonen sind Dämonen. Sorgen müsst ihr euch um den, der euch jagt. Ich brauche eure Hilfe, um den Dämon zu besiegen. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Ich habe nur meine Redekunst geübt. Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, Schreibfehler. So wie er zu werden. Was? Wie ich? Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen gleich, dass ich das Form, kann. Um das zu lernen. Aber ihr, Kleiner, wärt sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Groß und leicht zu sehen. Ihr könntet mir im Kampf gegen den Bomon helfen. Ich bin in dieser Form ziemlich mächtig. Wenn ich es sein. Ich freue mich über die Gelegenheit, solange es meine Entscheidung ist. Wie ihr ja wisst, finden die Magier im Turm schnell andere Freiwillige. Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Geht jetzt. Das ist ein perfekter Let's Player. Nicht? Ihr müsst noch viel ich hätte es gar nicht vorgelesen. Über das Nichts lernen, kleiner Sterblicher. Maus will es lernen, bringt es ihm bei. Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe für euren Freund. Wenn er 3 Rätsel löst, dann bringe ich es euch bei. Okay. Wenn nicht, fresse ich euch beide. Eure Entscheidung. Mahlzeit. Rätsel? Ihr macht Witze? Aber nein. Unterhaltung ist hier schwer zu bekommen. Und dafür verzichte ich auch gerne auf ein Essen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eines von beiden für ihn sein will. Ich nehme eure Herausforderung an. Wirklich? Das verspricht ja immer besser zu werden. Oh oh. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe Meere ohne Wasser. Küsten ohne Sand. Städte ohne Menschen. Berge ohne Land. Was bin ich? Meere ohne Wasser. Das könnte der Mond sein. Küsten ohne Sand. Das. Berge ohne Land. Das könnte ein Meer sein. Städte ohne Menschen. Oh oh. Ich habe Meere ohne Wasser. Die Wüste ist ein Meer. Hat Küsten ohne Sand. Hat eine Wüste eine Küste? Eine Wüste hat sehr viel Sand. Also eine Wüste kann schon mal nicht sein. Ein Boot hat keine Meere. Meere ohne Wasser? Der Mond hat Meere. Hat auch Küsten. Hat Städte ohne Menschen. Weiß ich nicht. Hat Berge ohne Land? Das macht eigentlich keinen Sinn. Berge ohne Land ist eigentlich sinnfrei. Eine Landkarte. Stimmt, da ist kein Wasser. Es gibt Küsten ohne Sand. Es gibt Städte ohne Menschen. Und Berge ohne Land. Eine Idee? Ein Traum?
eine Idee. Ein Meer ohne Wasser. Das kann schon eine Idee sein. Ist aber jetzt philosophisch. Küsten ohne Sand. Idee, ein Traum. Steht ohne Menschen. Ich würde eine Landkarte nehmen. Richtig. Machen wir weiter. Das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Ist, benutzt mich richtig. Was bin ich? Oh Gott. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Eine Rede. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Mund kann man berühren. Und auch Mund halten. Wer klug ist, kann den Mund auch benutzen. Ein Griff wird schon oft berührt, deswegen ist es nicht ein Griff. Ein Schwert wird auch... wird selten berührt, aber oft gehalten. Wird auch gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Auch wer auch war. Ein Schwert ist auch richtig. Schwert oder Rede. Intelligenz wird selten berührt, aber oft gehalten. Nee. Mein Atem wird selten berührt, aber oft gehalten. Ich halte den Atem. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Atem, Rede oder Schwert. Kann man eine Rede überhaupt berühren? Nee. Aber da steht ja auch selten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Ich würde das Schwert sagen. Ein Schwert wird selten berührt, aber oft gehalten. Wer berührt schon ein Schwert, ohne es zu nutzen? Wenn man ein Schwert nutzt, hält man es auch. Und man berührt ein Schwert nur dann, wenn man es von der Seite anfasst. Also nur guckt, aha, die Klinge hat die Verzierungen. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Das ist wohl wahr. Versucht ihr es überhaupt? Die Antwort lautet Rede. Ja, das war der erste Gedanke. Was für eine Freude. Haltet bitte still. Mist. Ich möchte nochmal laden. Verdammt. Ach, das war der erste Gedanke. Ich hätte es gleich nutzen sollen. Ich werde das mal durchspulen. Ihr seid alt. Auch recht. Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und ich muss natürlich dasselbe nochmal wählen. Ihr habt sich nicht. Dennoch erfüllt ihr euren Zweck. Wirklich lästig sind nur so sterbliche. Ich würde so etwas auch mal gerne essen. Die Welt der. So nennt ihr Sterblichen. Wie ab. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Wie? Aber ihr sagtet... Nicht? Ihr müsst noch... Wenn nicht, fresse ich euch beide. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe mehr... Das war die Landkarte. Richtig. Mach das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt. Aber eine Rede berührt man gar nicht. Gehalten. Wie berührt man denn eine Rede? Wer klug ist, benutzt mich richtig. Ich weiß, eigentlich hätte ich jetzt weitermachen sollen und den Kampf genießen, aber ich war gerade so gefrustet, genau. Ich will das nicht machen. Ich will eigentlich nicht laden. Ganz recht. So, wenn ich jetzt falsch liege, ist es falsch. Oft erzähle ich eine Geschichte. Berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dennoch meist vergessen. Ein Traum? Was bin ich? Ein Traum. Ein nervtötender Rätselsteller. Brechen die was und hätte ich die ganze Zeit noch was vergessen. Ein Lügner. Erzähle eine Geschichte, berechnen die was dafür. Teile ich die ganze Zeit auch nicht vergessen. Noch was vergessen. Seid ihr Musik? Erzähle eine Geschichte, berechnen die was dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht. Musik kann einem die ganze Nacht. Obwohl die Nacht. Ja, es muss ein Traum sein. Das ist richtig. Ziemlich passend hier im Nichts, oder? Ja, in der Tat. Aber ihr habt meine Rätsel gelöst. Ach. Unterhaltsame Ablenkung. Gesucht. Sehr schön. Darum bringe ich euch meine Form bei. Hört genau zu. Ich hatte ja vor allem auch zuerst Rede gedacht. Oh, interessantes Gefühl. Es prickelt überall.
Ich glaube, das gefällt mir. Ähnlich genug. Geht jetzt und besiegt euren Dämon. Oder was immer ihr sonst vorhabt. Euer sterblichen Geschwätz ermüdet mich zunehmend. Ihr seid so träge. Maus. Und dort ist der Geist des Zorns. Schaden durch Verbündete. Die Macht der Magie ist beachtlich, kann aber auch außer Kontrolle geraten. Magier haben Zugang zu Zaubern wie Feuerball, die auf ein größeres Gebiet wirken, statt nur auf ein einzelnes Ziel. Diese Zauber sind zwar nützlich gegen mehrere Gegner, aber sie schaden in ihrem Wirkungsbereich auch Verbündeten und Freunden. Im Schwierigkeitsgrad leicht allerdings nehmen die Gruppenmitglieder durch Verbündete keinen Schaden. Ein neues Gruppenmitglied hat sich dir angeschlossen. Du kannst diesen Charakter direkt kontrollieren, indem du mit der linken Maustaste auf sein Porträt... Ah. Okay, jetzt bin ich der Bär. Mhm. Im Menü, hä? Einstellen, wie die KI ihn oder sie steuern soll. Ja, das mache ich ein andermal. Da bin ich jetzt noch überfragt. Der Taktikbildschirm ist ein Werkzeug, mit dem du Aktionen und Reaktionen deiner Gruppe je nach Situation im Kampf festlegen kannst. Das werde ich demnächst mal machen, aber ich denke offline, weil das ist gerade ein bisschen... Warum gucke ich eigentlich nach links? Ich hätte rechts gucken müssen. Ja. So. Warte, ich will erstmal weiterlaufen. Ich wollte die Aufnahme eigentlich auch gleich beenden.